Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Perfect World International. Yay! Ja, es geht endlich weiter. Ich werde heute wieder einmal nicht die Schriftrolle benutzen, da ich heute nicht sehr viel Zeit habe. Ich kann wirklich nur einen Part aufnehmen. Ich schaue eben auf die Uhr. Okay, 19 Uhr. Wir wollen heute auf die andere Seite des Rovalia-Sees, um dort den Häuptling des Bambusdorfes anzutreffen, weil der wohl Probleme hat. Hallo, McDonald. ich wollte eben... Nein, ich möchte nicht. Nein, ich habe keine Zeit dafür, ein Duell. Entschuldigung, aber... ich wollte gucken, wie viele Pfeile ich habe. Danke. Noch 258. Und der läuft noch jetzt nicht den ganzen Tag hinterher. Nein, ich will nicht. sag mir mal eben, wo du lang willst. Flieg am besten hin, Toya. ja. Nein, ich will nicht. Nein, ich brauche keine Freunde. Ich bin gerne alleine. Wenn irgendwer von euch mal sieht, dass ich auf dem Server online bin, ne? Man merkt vielleicht mal, dass da ein Toya durch die Gegend fliegt auf dem deutschen Server. Dann schreibt mich an, keine Ahnung. Nur bitte nicht einfach Duell herausfordern, Freundschaft fördern oder so. Einfach eben mal kurz anschreiben. Hey Rune, bla bla. Und dann kann ich ruhig die Freundschaftsanfrage annehmen. Ne? Also macht euch keine Sorgen, dass ich da die Köpfe abbeiße. Nur diesen Kerl, den kenne ich nicht. Ich join den Server und werde sofort zu einem Duell herausgefordert. Ja, wir fliegen hier über den Rovalia-See. Entschuldigung. Musik? Ah, da ist die Musik. Hm? Oh, da hinten wäre ein riesiger Berg. Oh, Spiel. Was läufst du so unsauber? Ich zoome mal ganz nah rein. Fliegen wir mal ein bisschen tiefer. Wie ging das mit dem Tieferfliegen nochmal? Weiß das jemand? Ich weiß nur, wie man höher fliegt. Egal. Einfach umgucken. Da ist ein Bötchen. Bötchen, Bötchen, Bötchen. Langweilig. Machen wir mal so. Hallo, Toya. Wie geht's? Ich habe für diese Folge kein Thema vorbereitet. Vielleicht finde ich ja irgendeins. Was haben wir denn da unten so? Eine Nymphenmaid. Level 32. Trefferchance 88. Ausweichchance 4%. Ja, hallo. Gut, dass wir hier oben sind. Ich glaube, wenn man nicht fliegen würde, müsste man außen rum gehen. Aber ich weiß gar nicht, was da so für Monster herrschen. Ich weiß auch nur, dass da oben... Ja, man sieht es, ein gewachsener Irokese, Level 50, da sollten wir uns nicht gerade mit anfeinden. Komm aus dem Wasser raus, Toya, du bist keine Wasserelfe. So. Die ganze Strecke kannst du jetzt hoffentlich laufen. Nein, natürlich nicht, weil du dafür zu doof bist. Dann flieg aber bitte flach über dem Boden, ja? Was haben wir hier? Ein Tauranen-Holzfäller, Level 7, hallo! Und ein Smaragd-Vipernkönig, hallo! Und ein was auch immer. Ja, wir haben das Bambusdorf erreicht, fast das gesamte Mana verbraucht, wie es sich eben für einen Archer gehört. Jetzt können wir auch endlich landen. Und wo landest du? Auf dem Haus. Natürlich, Toya, landest du auf dem Haus. An diese Gegend erinnere ich mich sogar noch ein wenig. Ein wenig. Also ich weiß, dass man hier war. kenne ich ja, erinnere ich mich besser dran als in Rovalia. Komisch. Bambusdorf Häuptling, was hast du denn zu sagen? Krieg bringt der Welt niemand Frieden. Entschuldigung, Krieg bringt der Welt niemals Frieden. Es bringt nur allen Leid. Und dessen das tragen... Nee, dessen das tragen müssen. Ich kann heute nicht vorlesen. Ich sollte es sein lassen. Es gibt noch so viel zu tun. Ja, das Bambusdorf. Ja, viele Monster versammeln sich hier in zur Zeit um das Bambusdorf. Danke für eure Nachricht. Wir werden ihnen ohne Gnade entgegentreten. Ich werde den See von Rovalia beschützen. Yay! Entschuldigung, was für eine epische Quest. Was hat der hier für eine Quest? Ach, Einzelaufgaben. Ja, super. Ja gut, dann machen wir gleich ein paar Einzelaufgaben. Als erstes reden wir die Teleporterin an. Ja, einfach nur Teleportierdienste anklicken und sofort haben wir den ersten Teleportstrich hier drin. Ja, ich bin hier raus. Danke. Händler,
Ah, Händler! Händler Husampai! Was, Moment mal, bei wem kann ich noch Pfeile? Ah, ich weiß es nicht mehr. Bei wem kann ich Pfeile? Was kriege ich bei dir? Ach, der Händler. Ah, mit den deutschen Namen komme ich nicht zurecht. Ah! Teleporter? Hier muss man ein bisschen durch die Gegend springen. Das Dorf ist ein bisschen komisch angelegt. Einmal aufs Dach hüpfen. Ich weiß, dass es hier einen Waffenschmied gab. Apotheker Mo? Sieht aber irgendwie weiblich aus. Bogenschütze? Nein. Ich weiß, das ist... Da hinten ist der Schmied. Na bitte. Ich glaube, da kriege ich sogar meine Pfeile. Und ja, Punktlandung. Schmiedchen. Schmiedchen. hast du Pfeile? Ja, er hat haben, tuten Pfeile. Level 1er Pfeile. Von 1 bis 6. Von Level 4. Ja, die können wir nicht benutzen. Was haben wir da? Wolfdinger. Wolfprankenpfeile. Supi. Was haben wir für einen Bogen? Gibt es hier noch später andere Bögen? Oh, kurz gucken, was haben wir für Schar? Angriffsrate 0, 6, 7, Geschick 1, physisch 20 bis X. Angriffsrate ist höher. Ne, ist nicht höher, aber dabei der. Der Angriff ist ein bisschen höher, der physische Grundangriff, den der Bogen verursacht. Welches Level hat er? 2. Ich kaufe den einfach mal. So, dafür kann... War der verkäuflich? Ja. Dann verkaufen wir gleich erstmal den ganzen anderen Schrott, den wir hier so haben. Eine Schleuder wollen wir nicht. Die Kleidung kann doch nicht besser sein als unsere. Verkaufen wir den Schrott und kaufen dafür den Bogen. So. Da verzichte ich doch lieber auf das bisschen Geschick. Auch wenn das... ich setze nicht so viel auf Itemwerte. Ich kaufe immer so schnell es geht hier die Dinger. ja, dann kaufen wir noch ein paar Pfeile. Wie viel kostet so ein Stück? Moment. Ein Stück kostet... Wie viel kostet einer? 2. Dann kaufe ich nochmal... Ist mal nochmal 100 drauf. So. Damit uns ja nicht die Pfeile ausgehen. Und jetzt habe ich gleich 7 Minuten mit Shoppen und Labern verschwendet. Dann holen wir uns einfach mal so eine Einzelaufgabe ab. Haben wir auch noch nicht gemacht. So, falls euch wundert, dass ich absolut diese grünen Quests ignoriere, dafür muss man in einen von, in, sagen wir mal, 9 von 10 Fällen echtes Geld investieren und das muss nicht sein. Oder 10 von 10, je nachdem. Oh. Entschuldigung, was ist mit mir los? Es ist Sommer. Ja, Quest, ich möchte gerne eine Einzelaufgabe machen. Ich muss sagen, ein schneller Tod ist eine zu leichte Bestrafung für die Rays. Aber es ist die einzigste Möglichkeit, um ihre Angriffe aufzuhalten. Jünglinge, nehmt eure Waffe auf. Seid ihr bereit? Ja, also jetzt könnten wir uns aussuchen, ob wir Level 6er Spektralflammen töten, 7er Taurana Holzfäller, die haben wir auch gesehen, die herumschneichenden, was auch immer. Ich denke mal, wir können es uns leisten, die Level 7er zu machen. Wenn nicht, können wir die Aufgabe jederzeit abbrechen und die Schwächeren nehmen. So. Dafür gibt es jetzt zumeist immer nur, meistens Erfahrungspunkte. Um mehr geht's da eigentlich in der Quest nicht. Was sollen wir töten? Die Holzfäller. Ja, dann... Ich war jetzt gar nicht beim Trainer. Konnte ich irgendwas lernen? War schlechter Part heute. Wir sind Level 6, konnte man da schon irgendwas Besonderes lernen? Ja, hätten wir. Wir hätten den Brandfall gelernt. Ah, hier gibt's natürlich keinen Trainer, ne? Doch, es gab doch einen Bogenschützen hier. Konnte der uns was beibringen? Wo war der denn da hinten, ne? Nee, das ist der Kleriker? Apotheker? Ui, schlechter Part heute, ey. Was haben wir erreicht? Gar nichts. Mindestbar muss doch erreicht. Wuhu. Bogenschütze. Och, Manno. Hasiang. Bogenschützenfähigkeiten.
Brandpfeil möchte ich auf jeden Fall lernen. Der Schnellschuss soll erholt werden und genaues Zielen erreicht auch ein neues Level. So, der Brandpfeil. Verbraucht 27 Mana. Geistige Eingeweihte fügt 13% des Waffenschadens als Feuerschaden hinzu für 10 Minuten. Das war wieder schlecht von mir. Nein! Oh Mann, oh, was ist los? Okay, dann kümmern wir uns jetzt einmal um die Tauranen-Holzfäller und warten dann, bis wir gefühlte 10.000 Level gestiegen sind. Machen wir jetzt erstmal einen Feuerpfeil an. Oder Brandpfeil, je nachdem. Ist ein Skill für uns. Dann fangen wir auch gleich mal an, auf die Holzfäller zu schießen. Ja, wir hauen eigentlich... Er hätte als Schwäche... Moment. Er hat auch rein zufällig gerade eine Feuerschwäche und wir machen rein zufällig gerade Feuerschaden. Hust, hust. ja. Ja, dann machen wir weiter so. Dürften auch bald das nächste Level up erreichen, dadurch, dass wir auch welche besiegen, die ein Level über uns sind. Das mache ich zumeist immer so, dass ich immer einen über mir nehme. Mit meinem, Champion, also Schwertmeister, genehmige ich mir sogar manchmal auch Level 2 über mir. Ja. Danke. Was bist du denn, Nildrache? Du siehst so schrecklich aus. Tja, ich muss jetzt immer mein Mana ein wenig im Auge behalten, weil das geht mir immer am liebsten am schnellsten aus. ja. Mal gucken wir uns mal die Tauraner an. Hallo. Du bist... Ist natürlich ein Taure, sieht man ja. Sieht ein wenig komisch aus. Egal. was für ein scheiß Part das sein wird. Ich huste die ganze Zeit, muss mich räuspern. Ein Opferangriff. Was ist ein Opferangriff für einen Level 6er? Ein aufgeladener und ein Schnellschuss. Münzen. Das... Ich weiß, dass es hier noch später Quests gibt. Wann gibt's die? Mit Level 7? Wie lang ist der Pfeil noch? Verschwinde. Steht da nicht. Okay. Danke, dass es da nicht steht. Und Maus, wo bist du? Ja, es gibt schlauere Arten, das mit der Maus komplett zu spielen. Beziehungsweise ich bewege mich ja mit WASD. Aber... Münzen. Eigentlich bin ich nicht der Fan dieser Einzelaufgaben, aber irgendwie fehlen hier gerade irgendwelche Quests. Die kommen wohl noch. Ich war der Meinung, die waren direkt da. Hallo? Brauchst du immer so lange zum Aufladen? Ich habe das Gefühl, das wird mit jedem Mal länger. Oder ich werde mit jedem Mal einfach nur ungeduldiger. Frag mich, was wir ohne diesen Brandpfeil wären hier. Ein mittlerer Mana-Trank und ein Fell und ein paar Münzen. Können ja mal Mana-Trank so reinwerfen. Mana-Trank reinwerfen. Es regeneriert sich das Mana immer an. Was greifst du mich denn an, du dummes Vieh? Was hat Holz eigentlich für eine Schwäche? Metall. Das heißt, wenn so eine Kaktoide von einem Tauren angegriffen wird, hat sie nichts mehr zu lachen. Weil der ist Metall. Warum auch immer der Metall ist. Egal. Jetzt hat sich das Mana natürlich nicht wirklich regenerieren können. Meditieren wir einfach mal einen Moment. Während wir jetzt so rummeditieren, sehen wir, dass der eine erhöhtes Leben hat. Würde auch mehr Erfahrungspunkte geben, aber wie wir da oben sehen, brauchen wir eigentlich nur noch eine Handvoll Lebenspunkte. Ey, 2010 brauchen wir insgesamt und wir haben 1977. Sieht aus wie Daten, die wir so ein bisschen in das jetzige Leben rumpinnt. Oh ja, und Magie braucht so lange. Am liebsten würde ich jetzt was trinken. Ich mach das jetzt auch einfach. Eiskalt. Vielleicht muss ich dann auch weniger husten. Währenddessen lauschen wir der wunderbaren Musik. Aber hier ist auch kein Taure in der Nähe, außer der eine da oben. Der und der und der, aber da sind noch andere Monster neben. Ich habe keine Lust, mich gegen zwei wehren zu müssen.
Nein, du bleibst schön, wo du bist. Okay, du musst noch auf Reichweite gehen. Natürlich musst du das. Sonst wäre es ja ein bisschen dämlich. Bimium, dann machen wir jetzt einfach immer den Schnellschuss drauf und dann dürft's gehen. Jetzt habe ich da außen zu früh drauf geklickt, ist ja auch egal. Wie geht's uns? Uns geht's ganz okay. Segen der Ältesten leuchtet auf. Das sagt mir, dass ich den Part langsam beenden möchte. Das heißt, wir haben 7 Tauren geschafft, über einen See zu fliegen und einzukaufen. Was für ein spannender Part. Und habe ich überhaupt irgendwas Sinnvolles? Oh, wir haben ein Level abgeschafft. Cool. Ja, wir gehen jetzt eben noch. Hupfen eben noch schnell hinten hin. Ah, lass mich da hoch. Hilfe. Ich stelle mich jetzt einfach hier drauf. So. Schauen, holen uns eben die Questbelohnung ab, die wir sowieso nicht nutzen werden. Was ist es denn? Wieder so komische Zauber. Die können wir einfach da drauf pappen. Ein Halo-Gürtel. Ja, Halo-Gürtel. Den tue ich dann einfach. Den verkaufe ich. Den will ich. Nein! Nee. Alle Tasten drücken, nur nicht die richtige. Kann ich den verkaufen? Ging das? Yay! Für ein Gold! Das Gold ist mir mehr wert. Was habe ich denn da? Organischer Kleber. Cool. Ein Schwert für einen Assassinen. Also ein Dolch. Magisches Fell brauchen wir auch nicht. Alle. Verkaufen. Ja. Ja, wir haben jetzt noch keine Warnung, dass irgendwas kaputt geht von uns. Da brauche ich da jetzt auch nicht schmieden lassen. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach ja, Charakter. Schmeißen wir hier mal 2 rein. Schmeißen wir hier 2 rein. Und. Den einen lasse ich mir erstmal da. Eben kurz umsehen. Da hinten hat einer eine Quest für uns. Die holen wir uns eben noch ab, damit irgendwas noch passiert ist in diesem Part. Danke, die schöne Dame Tsai hat eine Aufgabe für uns. Ich habe das Dorf noch nie verlassen. Ich weiß nicht einmal, wie die Welt da draußen aussieht. Ein gewissenhaftes Mädchen. In meiner Freizeit habe ich vor der Schneiderin Robalia das Sticken gelernt und ich bin gar nicht mal so schlecht. Gestern habe ich sogar mein Geschenk. Ach, gestern hat sie sogar mein Geschick gelobt. Doch, was mich nicht stört, ist, dass meine Nadel aus einfachem Stahl gefertigt ist. Ich wünschte, ich hätte eine, die spitzenstabil ist, wie die der Schneiderin. Das kann ich tun. Die hat mir erzählt, dass die Stacheln von Mutanten-Kakuin sehr gut erhängen könnten. Ja gut, okay, die will eine. Was für eine epische Mission. Dorn eines Mutanten-Kakuin. 10 Stück. Wofür braucht die 10 Nadeln? Ach, egal. ja, das war's für diesen Part. Bis dann und ciao.